Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Cornelius von Cornel und wir sind zurück hier bei Super Mario Star Road und wir haben hier einige Türen, die wir aber alle, glaube ich, noch nicht betreten können und das zweite Level dürfte hier in der Vase drinnen sein, The New Womp King, genau. Und da wird auch direkt wieder der neue Wompy kommen, das heißt direkt wieder, es gibt hier auch den Womp King anscheinend oder einen neuen. Und diese Welt sieht schon wieder ein bisschen gefährlicher aus, denn hier kann man runterfallen und das ist natürlich alles andere als optimal. Aber auch das werden wir natürlich ohne Probleme bewältigen können. Ja, grüßt euch. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir sind hier zurück bei meinem neuen wunderbaren Projekt Super Mario 64 Star Road. Und es macht mir tatsächlich gerade richtig viel Spaß. Es ist halt Super Mario 64, was ein super Spiel ist. Ihr habt eventuell mitbekommen, dass wir da momentan, oder er ist schon wieder ein bisschen abgeflacht, ne? Vor allen Dingen bei mir, schon lange kein Super Mario 64 Race mehr gemacht, bin auch nicht mehr in der Form, in der ich war, als ich den Super Mario 64 Thron erklommen habe, als ich unbesiegbar war. In der Form bin ich nicht mehr, weil ich halt auch lange nicht mehr gespielt habe, es ist ganz klar, ne? Ohne regelmäßiges Training geht es halt nicht und dementsprechend sind da die jungen Flitzer gerade auch unterwegs und holen sich ihren Ruhm, aber ich als alter Hase, ich kann damit natürlich auch sehr gut leben, dass die kleinen Flitzer sich ihren Ruhm holen. Ich meine, ich hatte ihn und werde ihn niemals verlieren, also von daher, ich bin der King und nichts anderes. Und es geht sofort wieder richtig gut los. Ich bin selbst ein bisschen verwundert, dass ich den richtigen Weg gefunden habe und ja, krass. Das war der erste Stern in der zweiten Welt. Ist doch, ja, ist die zweite Welt. Jetzt müssen wir nur noch in die Vase reinkommen. Genau, dankeschön. Wunderbar. Climb the Windmill. Okay, wir müssen auf die Windmühle. Und ich glaube, da muss ich genau wieder dorthin, wo ich gerade schon war. Und dann nochmal. Genau, da war ich schon, oder? Da war ich schon. Ich glaube schon. Nein, 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 nein. Wow, wow. Wenn der nicht stylisch war, dann weiß ich auch nicht. Hier, das dürfte die Windmühle sein. Und die zu erklimmen ist gar nicht mal so einfach. Alter, ich muss hier nicht rüber, oder? Nein, nein, genau, da ist nämlich ein Stern, aber dafür brauche ich die grünen Plattformen. Ich weiß nicht genau, wann ich diese grünen Plattformen kriege. Aber tatsächlich muss ich da noch gar nicht rüber und ich konnte mich echt retten. Ich bin gerade selbst ein bisschen überrascht, wie gut ich momentan wie gut ich momentan spiele, was einfach auch so Rettungsaktionen angeht, die Sprünge passen alle, die Kamera passt perfekt, ich weiß auch nicht, es fühlt sich alles sehr, sehr gut an momentan. So, jetzt muss ich kurz gucken, wir müssen diesen Knopf drücken, da müssen wir wahrscheinlich hier raus und dann hakt die Kamera ein wenig, genau, und dann müssen wir hier diese Kisten entlang. Nein, da bin ich zu weit gesprungen. Ich hatte ein bisschen Angst, dass die Zeit nicht mehr ausreicht, weil ich ja bin relativ langsam erst zu den Kisten gekommen. Aber die Zeit, wahrscheinlich haben sie sich das schon gedacht oder so, dass man da vielleicht ein bisschen Probleme bekommen kann, dass man da erstmal um die Ecke kommt. Die Kisten dafür, ups, die Münze holen wir uns mal. Die Kisten halten ziemlich lange, dafür, dass es halt echt nur so ein kurzer Weg ist. Das ist aber auch, wie gesagt, sehr, sehr gut. Weil man hier halt erstmal raus muss, dann hier einmal kurz mit der Kamera spielen. Und die Kamera. Ja, die Kamera. Okay. Wir machen das Ganze nochmal. Ich muss die Kamera irgendwie gut mit da rausholen. Komm mit. Genau. Ich sehe nichts. Ich hab's irgendwie gemacht, Alter. Okay, das war ein Punkt. Ich habe die Kamera noch so gelobt im letzten Part, glaube ich. Das war jetzt ein Punkt, wo die Kamera ein bisschen schwierig war. Sowas, wie gesagt, sowas kommt natürlich vor, das hast du immer. Aber so im Großen und Ganzen funktioniert sie wirklich sehr gut. Das ist im echten Mario 64, glaube ich, auch so, wenn du an so Wänden hergehst und die Kamera dann auf der anderen Seite hängen bleibt, dann ist es immer ein bisschen schwierig. So, The Flying Stepping Stones ist wahrscheinlich das hier, oder? Würde ich als, das sind ja fliegende Stufen. Steine. Sieht zumindest so aus. Dann wollen wir doch mal gucken, wo die uns hinführen und was wir hier machen können. Ich laufe einfach mal, guck mich um.
und hoffe, dass ich auf Sterne stoße. Ne, das ist jetzt alles nicht so wirklich durchdacht, was ich hier tue. Ich mache einfach mal, da unten war eine rote Münze, die habe ich gesehen. Und jetzt bin ich gestorben. Das erste Mal, glaube ich. Mein erster Tod, oh nein. Wir werden auch Game Over gehen in diesem Spiel. Was ein bisschen nervig ist, weil dann kommst du immer in so ein Geister-Level, wo du einmal durchlaufen musst. Das dauert halt einfach. Ist ein bisschen nervig. Vor allen Dingen fürs Let's Play könnte es ein bisschen öde werden in diesen Sekunden. Aber so im Großen und Ganzen sollte das auch nicht das allergrößte Problem sein. Warum bin ich da jetzt gestorben? Ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht so genau. Alter! Das war ja ein Sinne, den sie dann. Das war ja ein richtiger Kopfstoß. Pum. Da hat mich eine richtige Kopfnuss gefangen. Alter. Gut. Mein Fehler. Hätte ich ein bisschen besser aufpassen müssen. Ich habe ihm nicht wirklich zugetraut, dass er sowas machen kann. Aber, ey Junge, das war richtig gut. Jetzt bist du da oben, ne? Bam, Alter. Jetzt kriegst du eine Kopfnuss von mir. Oh, kleiner Scheigei, Alter. So. Ich glaube, hier im Wasser ist auch ein Stern. Ich bin mir nicht komplett sicher. Da ist auf jeden Fall ein Tor. Und da draußen sehen die schon wieder. Ich hoffe, das hört man nicht, aber es tut mir leid. Momentan wird bei mir einfach... Oder das ist ein Auto oder so. Ich habe keine Ahnung. Entschuldigen Sie? Wow, wow. Macht er auch... Hört ihr das? Ich weiß jetzt nicht, ob ich schneiden soll oder ob das geht. Okay, er hat aufgehört. Dankeschön. So, wow, 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 wow. Okay, wunderbar. Hier sind blaue Münzen, das ist schon mal gut zu wissen. Und da ist ein Stern, aber da komme ich nicht rein. Wo muss ich denn hin? So. Jetzt kommen wir an den Punkt, wo wir nicht mehr so schnell vorwärts kommen. Aber das ist vollkommen okay. Ich glaube, oben auf dem Dach ist ein Schalter. Aber die Frage ist, wie komme ich oben aufs Dach? Die große Frage ist, wie komme ich oben aufs Dach? Komme ich hierher aufs Dach? Ja, okay, wunderbar. Haben wir das schon mal gemeistert und ich glaube, dort hinten ist ein Schalter. Ich weiß allerdings jetzt nicht, ob das der Stern ist, der ausgeschrieben war. Aber das dürfte jetzt die Tür öffnen, oder? Wollen wir einmal noch mal kurz da oben drauf gucken? Ne, da ist nichts. Okay. Das dürfte... Ja, genau, es hat jetzt das Tor aufgemacht. Jetzt können wir hier einfach runterspringen. Und dann haben wir den Stern. Und ist es der richtige? Ist es der Stern, der ausgeschrieben war? Oder welcher ist es? Es ist... Nee, das war, finde den lila Switch. Okay. Das war nicht der Stein, den wir hätten holen sollen. Das ist aber vollkommen okay für mich. Weil das ist halt auch Super Mario 64. Und das ist ja das, was man einfach auch so sehr daran liebt. Ist das vielleicht der Stein bei den grünen? Bei dem grünen Switch? Das wäre ein bisschen doof, weil, um ehrlich zu sein, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir sammeln die 8 roten Münzen und die 100 Münzen. Ich glaube, das machen wir jetzt. Und dann weiß ich nämlich, und dann müssten wir nochmal bei dem Wasser gucken, ob wir dort vielleicht auch irgendwie rankommen oder ob das nicht geht. So, hier sollten wir jetzt mal nicht unsere Wandsprungtechnik benutzen, sondern die Technik, hier ist ein Baum, also nutze ihn. Hier ist ein Baum, also nutze ihn weise. Okay, tue ich. Tue ich, okay? Vielleicht finden wir auf unserer Erkundungsreise bzw. auf unserer Reise hier die 8 roten Münzen zu sammeln. Vielleicht finden wir dabei ja auch einfach den Stern, der hier gesucht wird. Und ja, ich sammle auch die... Oh, oder hier. Ne, hier war ich schon, oder? Ja, ja, doch, hier war der Twompy. Aber vielleicht gibt es hier noch einen anderen Weg. Mal gucken. Wenn wir unterwegs was finden, dann ist es halt so. Beziehungsweise, dann ist es halt gut, ne? Warte mal, wenn ich hier einen Wandsprung mache und dann eine Stampfattacke, ich würde den gerne öffnen. Okay. Waren auch ein paar Münzen drin, von daher, wir sammeln ja gerade die 100 Münzen, also alles gut. Okay, ich wollte gerade da rechts rüberspringen, aber dann habe ich gesehen, dass da eine Lücke ist. Und, ja. Wupsa, das ist wirklich... Nein, nein, oh, Lakitu, Alter.
Das war ein bisschen knapp. Kann es sein, dass man hier in so ein Loch springen muss oder tötet dich das Loch? Ah, ich glaube, die töten nicht. Es kann aber auch sein, dass in einem so ein Loch ein Stern ist. Ich bin ein bisschen angespannt gerade. Oder vielleicht war es auch in einer anderen Welt oder es war ein anderer Heck oder... Also hier stirbt man auf jeden Fall nicht, aber... Okay. Gut. Können wir da rüberspringen eventuell? Ja, müsste eigentlich klappen, oder? Dann machen wir das mal. Denn dort sind ja die blauen Münzen und die brauchen wir auf jeden Fall. Ich glaube, hier auf dem Turm war auch eine rote Münze, oder? Vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht so genau. Ich weiß es nicht so genau. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, da war keine rote Münze. So. Oder ist da eine rote Münze? Ja, da ist... Was ist denn da noch oben drauf? Jetzt die große Frage, wie kommen wir... Lakitu, oh. Okay, den haben wir erstmal getötet. Und dann würde ich sagen, machen wir einen Dreisprung, oder? Ein bisschen besser timen, damit wir... ja, früher abspringen. Ich denke, das würde auf jeden Fall helfen. Ich hoffe, es passiert jetzt nichts Schlechtes. Wie komme ich da drauf? Ich weiß es nicht. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass ich hier runterfalle. Deswegen bin ich gerade ein bisschen vorsichtig. Wie komme ich denn da? Ich muss da mit einem Dreisprung drauf, doch. Ja, okay. Haben wir. Wunderbar. Auf dem anderen Turm dürfte nichts drauf sein. Den Switch müssen wir nicht drücken. Bedeutet, wir können hier runter die Piranha-Pflanze töten. Die gibt nämlich auch eine blaue Münze. Das ist nicht zu verachten. Und jetzt die blauen Münzen. Ich glaube, die spawnen hier beim Sprung. Ja. Okay. Wir haben alle bekommen. Krass. Richtig gut. Wer hätte damit gerechnet? Nein! Nie! Mario! Bist du des Wahnsinns? Bist du... Oh, Alter. Ey, ohne Spaß. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr nachts im Bett liegt und auf einmal denkt, ihr fallt aus dem Bett raus? Dieses... Ich hatte dieses Gefühl gerade so ein bisschen, aber ich hatte es, weil Mario die Klippe runtergefallen ist. Weil ein Videospielcharakter fällt die Klippe runter und ich habe das Gefühl, als würde ich gerade runterfallen. Das ist krass. So. Die roten Münzen sind hier auch ein bisschen aggressiv platziert. Das ist erst die vierte. Uiuiui. Oh, der Goomba kommt hier drauf. Alter, der hätte uns hier richtig runterwämsen können, wenn der uns angecharged hätte. So, dann töten wir mal dich. Münzen haben wir schon mal ganz gut. Es wäre auch wirklich wichtig. Scheiß auf die roten Münzen. Es wäre erstmal ziemlich wichtig, dass wir die 100 Münzen kriegen, ohne zu sterben. Also, weil dann haben wir die halt, ne? Denn die 100 Münzen sammeln wird natürlich länger dauern, als die roten Münzen sammeln. Jetzt können wir uns auch hier mal umgucken, wie das genau gedacht ist. Ob wir hier die blaue Kappe brauchen. Aber es würde mich eigentlich wundern, weil wir brauchten die blaue Kappe brauchten wir ja schon im letzten Level, also im ersten Level. Es würde mich schon ziemlich wundern, wenn wir hier wirklich nochmal die blaue Kappe brauchen. Da ist aber ein Stern drin. Ich glaube, den hat man gerade gesehen. Vielleicht gibt es auch einen anderen Eingang. Vielleicht gibt es auch einen anderen Eingang. So. Die Pflanze ist wieder gespawnt. Die haben wir aber schon getötet. Da hinten ist eine rote Münze. Wir brauchen insgesamt noch... Drei. Noch drei rote Münzen. Da ist eine rote Münze. Okay, gehen wir erstmal darüber. Gehen wir erstmal darüber. Ich traue diesen Brücken irgendwie nicht, aber was soll passieren, ne? Was soll passieren? So, jetzt einfach da oben drauf. Genau, danke. Okay. Und dann gucken wir uns mal um. Ach ja, hier waren noch rote Münzen. Wir müssen wohl zur Windmühle, denke ich mal. Ich glaube, da waren auch die letzten. Uns fehlen noch zwei Stück. Die dürften beide dort sein. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht drauf gehe.
Okay, den 100-Münzen-Stern haben wir schon mal. Das ist eine riesengroße Erleichterung. Und krass, dass wir im ersten Part haben wir einen 100-Münzen-Stern geschafft. Im zweiten Part haben wir einen 100-Münzen-Stern geschafft. Und ja, wenn wir jetzt noch den... Boah, wir haben schon 10 Sterne. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Der Speed wird wahrscheinlich ein bisschen langsamer werden, der Speed. Weil die Level natürlich schwieriger werden, die Sterne werden komplexer und so weiter und so fort. So, jetzt wollen wir mal ganz kurz gucken. Warte mal, hier oben war eine rote Münze. Genau. Und jetzt die große Frage, wo war die andere? Ich glaube, die war auch hier in der Windmühle, oder? Ich glaube schon. War die vielleicht auf dem Weg oder so? Oh. Das sollte nicht unbedingt passieren. Also machen wir das Ganze nochmal. Mit ein bisschen mehr Kontakt zur rechten Außenwand. Und... genau, einmal darüber. Ich glaube... ich glaube, man kann diesen Stern auch erreichen ohne, oder? Hm. Ich glaube, man kann von da oben... sterbe ich hier, wenn ich hier runterfalle? Das ist auf jeden Fall knapp. Ist auf jeden Fall eine knappe Geschichte. Mir fehlt noch eine rote Münze und ich habe keine Ahnung, wo die ist. Nein, nein, oh. Ich glaube, da... kann ich... ich kann keinen Wandsprung hier dran machen, weil die so ein bisschen angeschrägt ist. Okay, dann warte, ich gehe hier einmal runter. Nein, what the fuck. Das war ein bisschen buggy, aber das ist vollkommen okay. Okay, okay. Mir fehlt eine rote Münze. Und die ganze Welt fragt... ach, ne, hier war ich doch schon, oder? Doch, hier war ich. Hier war ich, hier war ich, hier war ich. Oder? Das ist doch hier, wo... hier geht's doch zum Turm. Ja, doch, genau. Doch, da war ich doch da. Warte mal! Oh nein, Leute, wir werden sterben. Ich weiß, wo sie ist. Okay. Jetzt... boah, Leute. Jetzt werdet ihr direkt mal sehen, was Schwierigkeitsgrad bedeutet. Oh, das ist so eine richtig... die hängt hier an der Seite irgendwo. Da ist sie. Ja! Nein! Er hat sich... Er fällt runter! Scheiße! Oh! Mamma mia! Ah! Leute! Wir haben den 100-Münzen-Stern geholt. Wir haben 10 Sterne im zweiten Part. Das ist auf jeden Fall vollkommen okay. Wir holen diese rote Münze als erstes. Ich habe sie vergessen. Und ja, ihr habt eventuell gesehen, die ist schwierig. Wir machen die roten Münzen dann am Anfang des nächsten Partes und dann werden wir hier weitermachen. Nochmal gucken, wie das mit dem Wasser ist und so weiter und so fort. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss.